Sehr geehrter Herr Franz Reinhard Habbel, gerade haben wir Sie schon begrüßt, sind schon aufgestanden. Sie sind der Sprecher und Direktor für politische Grundsatzfragen des Deutschen Städte- und Gemeindebundes in Berlin und Leiter des Innovators Club. Sie sind Mitglied des IT-Planungsrates, Vorstandsmitglied der European Society for E-Government e.V. und Mitbegründer des Quadriga-Netzwerkes in Berlin. Wenn Sie gleich eine Chance haben, einzufügen, was sich dahinter verbirgt, wäre ganz gut. Das klingt ganz toll. Ich habe es aber auch nur so gelesen und hier übernommen. Seit 2009 sind Sie Lehrbeauftragter an der Universität Osnabrück, Fachbereich Sozialwissenschaft. In Ihrer Eigenschaft als E-Government-Experte befassen Sie sich in Vorträgen im In- und Ausland mit Fragen der Globalisierung, des Internets sowie der Modernisierung von Politik und Verwaltung. Sie sind Herausgeber vieler Veröffentlichungen. Ihr Thema: Smart City, die Stadt der Zukunft. Wir freuen uns auf Ihren Impulsvortrag. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Driessen, Herr Bürgermeister Moormann, Herr Landrat Petrauschke, Herr Güsken, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ich hier sein kann und ich glaube, dass es uns gelingen wird. Davon bin ich schon nach den einführenden Worten von Herrn Driessen überzeugt, das Fragezeichen hinter mir aufzulösen und vielleicht durch ein Ausrufzeichen zu ersetzen. Ich bin sicher, dass Herr Moormann dies gelingen wird. Herr Moormann arbeitet auch in Berlin beim Deutschen Städte- und Gemeindebund sehr intensiv und engagiert mit. Dafür sind wir dankbar, weil wir engagierte Bürgermeister brauchen, um Deutschland zu modernisieren, die nächsten Schritte anzugehen und nicht nur immer in Krisen uns verlieren. Was ist eigentlich eine Smart City, meine Damen und Herren, und was ist smart? Ich will ganz kurz 50 Jahre zurückblicken. Am Morgen des 13. Mai 1956 stieg ich als Kind mit meiner Familie in Brilon in Westfalen in einen D-Zug, um die Pfingstferien bei meinen Verwandten in Darmstadt zu verbringen. Es war meine erste große Zugfahrt. Am Bahnhof in Brilon stand ein Ungetüm einer Dampflok. Im Augenblick des Einstiegs in den Waggon, es gab noch drei Klassen, kann sich heute keiner mehr vorstellen, ließ die Lok Dampf ab. Es machte mir große Angst, durch den Dampf zu gehen, weil ich denke, ich kriege keine Luft mehr. Und daran kann ich mich heute noch erinnern. Die Lokomotive und die Waggons waren aus Stahl und Eisen, viele Tonnen schwer. Neben dem Lokführer gab es einen Heizer, der den Ofen befeuerte. An verschiedenen Stationen mussten wir halten, um Wasser nachzutanken. All das war Schwerstarbeit, Unmengen von Materie mussten bewegt werden. Heute bin ich mit dem ICE gekommen. Ein Zug in Leichtbauweise. Vieles ist längst aus Kunststoff. Der Fahrerstand sieht aus wie eine Pilotenkanzel im Flugzeug. Es ist kein Heizer mehr zu sehen. Der Zug wird mit einem Joystick vom Sitz aus gefahren. Alles ist smart, geschmeidig und sicherer geworden. Funktionen greifen elektronisch ineinander. Reservierungen werden vom Kunden heute mit dem Smartphone getätigt und erscheinen auf dem Display über dem Sitz. Sie kennen das, wenn Sie Zug fahren. Früher musste ein Bahnmitarbeiter die Papierschnitzel mit Angaben der Reservierung an die Plätze oben anheften. Das dauerte eine gewisse Zeit und Reservierungen waren nur noch 2 Tage vor Reiseantritt möglich. Die Lochzange des Fahrkartenkontrolleurs, vielleicht die Älteren von uns können sich noch erinnern, hat heute fast ausgedient. Längst wird mit einem Infrarotstrahl die Fahrkarte als Barcode ausgelesen. Anders ausgedrückt, meine Damen und Herren, es hat eine weitgehende Dematerialisierung stattgefunden. Ressourcen werden geschont, der Komfort ist um ein Vielfaches gestiegen. Aber das ist natürlich nicht das Ende der Entwicklung. Sollte ich die Gelegenheit haben, vielleicht in 50 Jahren aus dem Himmel noch einmal auf die Erde schauen zu können, dann sind längst selbstfahrende Autos auf Elektrobasis und intermodulare Verkehrssysteme Realität geworden.
Viele Reisen werden durch Telepräsenz ersetzt. Es ist dann eine besondere Wertschätzung des Gastgebers, für einen Vortrag durch das Land zu reisen und persönlich zu erscheinen. Das zur kurzen Einleitung, meine Damen und Herren. Und steht eine vierte industrielle Revolution bevor? Das soziale Netzwerk, Facebook oder andere, was Menschen vernetzt, tritt einen Siegeszug an. Mehr als 950 Millionen Menschen sind in diesem sozialen Netzwerk aktiv. Alleine in Deutschland 23 Millionen. Das heißt, dieses Netzwerk vernetzt Menschen. Die nächste Generation des Internets wird Gegenstände oder Dinge vernetzen. Ob Fenster, Toaster, Kühlschrank oder Transportcontainer, jeder Gegenstand wird eine Verbindung zum Internet haben. Heute für uns unvorstellbar. Damals mit dem Zug auch unvorstellbar, dass es so einen ICE mal geben konnte. Untereinander können diese Gegenstände damit mit einem Funkmodul Informationen austauschen, also reden miteinander. Verkaufsautomaten melden, dass der Nachschub zu Ende geht. Diese Vernetzung der Gegenstände hat auch große Auswirkungen auf die Infrastruktur der Städte und Gemeinden. Wer sie intelligent macht, wird für die Bürgerinnen und Bürger und für die Wirtschaft neue Möglichkeiten eröffnen. So kann die Versorgung mit Energie über solche intelligente Systeme gesteuert werden. Räume können automatisch ihre Belegung melden, Lichtquellen wie Straßenlampen dann angehen, wenn sie auch wirklich gebraucht werden. Und wir haben erste Versuche auch in Lemgo. Wenn Sie nachts durch die Straßen wandern, gehen die Straßenlampen nur dann an, wenn sie an Ihnen vorbeikommen. Und ansonsten gehen sie wieder aus, spart also auch jede Menge Strom. Meine Damen und Herren, wie gehen wir mit Herausforderungen um, die auf uns zukommen? Oftmals verharren wir nur und machen so weiter wie immer. Die Frage, wie es weitergeht, was die Zukunft macht, wird oftmals verschleiert. Harald Welzer vom Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen verweist in der FAZ darauf, dass Gesellschaften, die mit bedrohlichen Veränderungen in ihren Überlebensbedingungen konfrontiert sind, vor allem eins tun: sie intensivieren die Strategien, mit denen sie zuvor jahrhundertelang erfolgreich waren. Das heißt, wenn das Öl weniger wird, bohrt man eben tiefer, mit höheren Risiken. Wenn die Böden weniger Ertrag bringen, quetscht man aus ihnen mit Kunstdünger mehr heraus. Das bringt uns aber nicht weiter. Im Gegenteil, es hat die heutigen Probleme erst verursacht. Manchmal komme ich mir vor, dass wir mit Strukturen von gestern die Probleme von morgen lösen wollen und vergessen, dass es sich gerade um die alten, überholten Strukturen handelt, die diese Probleme von heute erst verursacht haben. Also mit anderen Worten, wir brauchen Strategien und wir brauchen Innovationen. Und wenn wir die Zukunft betrachten, dann müssen wir nicht an Autos denken, sondern an Mobilität. Nicht an fossile Energie, sondern an erneuerbare Energie. Nicht an Energieverbrauch, sondern an Energieeffizienz. Nicht an Schule, sondern an die Vernetzung von Lernorten in den Städten und Gemeinden. Die Systeme greifen elektronisch ineinander. Eine Stadt, die eine Vernetzung ihrer Infrastrukturen vorantreibt, ist eine smarte Stadt. Smart City ist kein technisches, sondern ein hochpolitisches Thema. Es geht darum, wie in einer digitalen und globalen Welt die Menschen in den Städten künftig leben werden, wie sie arbeiten, wie sie sich bilden, Gesundheitsdienste nutzen oder ihre Freizeit verbringen. Es geht um die ganzheitliche Entwicklung der Städte mit dem Ziel hoher Lebensqualität, Schonung der Ressourcen, Nachhaltigkeit, das Wort viele heute schon, und Standortattraktivität. Auch die Politik muss sich mit Smart City auseinandersetzen und den Horizont erweitern. Das Internet wird dazu führen, dass jegliche Infrastruktur einer Kommune eben intelligent und damit steuerungsfähig gemacht wird. Gegenstände werden mit Sensoren ausgestattet, die ihren Zustand in einem Informationssystem einspeisen und damit auch neue Steuerungs-, aber auch Wartungsmöglichkeiten eröffnen. Das gilt für öffentliche Einrichtungen wie Sport- und Freizeiteinrichtungen genauso wie für Theatergebäude oder auch für Schulen. Das Internet demokratisiert die Gesellschaft, fordert von Behörden Transparenz und Partizipation. Smart City ist ein Oberbegriff für eine intelligente, integrierte Stadtplanung, die alle wichtigen Bereiche der Stadtentwicklung wie Bildung, Mobilität, Arbeitsmarkt, Gesundheit und Energieversorgung umfasst. Heute arbeiten wir weitgehend in Silos, gerade im Behördenbereich, und weniger in Netzwerken. Das müssen wir ändern. Wir müssen auch Behörden miteinander zu Netzwerken aufbauen.
So ist die Energiewende ohne Auswirkungen auf die Mobilität beispielsweise überhaupt nicht lösbar, beziehungsweise kann sie umgesetzt werden. Smart City ist auch eine Stadt, die ein Klima der Offenheit, der Toleranz und der Technologiekompetenz schafft. Das ist mir sehr wichtig. Der Amerikaner Richard Florida spricht von den sogenannten drei Ts, T wie Theodor. Damit meint er erstens Technologie, Toleranz und Talente. Das bedeutet, im Einzelnen Rahmenbedingungen für die bessere Nutzung von Technologien zu schaffen, zum Beispiel Breitband, freies WLAN, kommunikatives Ambiente in den Städten, Förderung von Technologieunternehmen. Zweitens geht es um eine Toleranz, um einen offenen Umgang miteinander, beispielsweise Kulturen und Migranten nicht als Kostenfaktor, sondern als Chance zu begreifen in der Integration, in dem Mitmachen bei der Neugestaltung einer Stadt, hier positive Effekte zu sehen. Also eine Stadt, die kulturell sich engagiert, ist eine Stadt, die gerade diese Toleranz, glaube ich, vorlebt und damit auch Möglichkeiten nachher der Kommunikation auslöst. Und der dritte Bereich, Talente, es geht um bessere Bildung, um Bildungslandschaften. Ich kann jeden Bürgermeister ermuntern, den letzten Euro, den er hat und findet, in die Bildung zu investieren. Das ist unsere Chance, auch für unsere Kinder und Enkelkinder. Die Wissensgesellschaft braucht Standorte, die zweierlei bieten, eine hohe Lebensqualität und ein erstklassiges Innovationsklima. Städte, die das bieten werden, werden zu den Gewinnern zählen, weil der Wettbewerb auch größer werden wird. Es geht um intelligente Netze und Infrastrukturen und um lebenswerte Räume, die sich an den Menschen anpassen und keine Architektur oder Stadtplanung, die sich an den Menschen anpassen muss. Neben Bildung, Energie und Gesundheit zählt Mobilität zu den zentralen Zukunftsaufgaben der Kommunalpolitik von morgen. Bisher haben wir nur von Verkehr geredet und meinten damit einzelne Verkehrsangebote wie Autos, ÖPNV, Bahn, Flugzeug, Radwege und so weiter. Zusammenhänge mit anderen Politikbereichen wie Stadtentwicklung, Nahversorgung, Bildung und so weiter haben wir nur in den seltensten Fällen gesehen. Vor dem Hintergrund der Energiewende, aber auch des Klimaschutzes beginnen immer mehr Städte, sich systematisch mit diesem Thema Mobilität zu beschäftigen, also auch Energieeffizienz, Einsparung von Energie. Ich glaube, dass wir künftig nicht mehr von den einzelnen Verkehrsträgern sprechen, wie Autobahn und Flugzeug, sondern von Mobilität. Die Frage lautet, wie kommt man von A nach B, ressourcenschonend, preiswert und schnell? Wir stehen zum Beispiel vor einer umfassenden Vernetzung des Autos. Heute sind wir dabei, das Internet in das Auto zu bringen. Morgen bringen wir das Auto ins Internet. Junge Leute entscheiden sich heute, wenn sie ein Auto kaufen, wie ich das damals gemacht habe, nach den dicken Reifen, nach dem Auspuff, um meiner Freundin sozusagen zu zeigen, ich habe auch ein tolles Auto, sondern die jungen Leute entscheiden sich heute, kann ich damit kommunizieren, habe ich da irgendeine App drin oder was kann ich damit machen, wie kann ich dort das Internet einbauen und so weiter und so fort. Also auch die Verhaltensweisen von jungen Leuten haben sich einer neuen Entwicklung angebracht. Facebook, Wettervorhersagen, Google Services und E-Mail sind heute schon möglich im Auto. Demnächst werden Autoradio, CD-Player und Navigationsgerät überflüssig. Dann werden Sie sagen, was erzählt der Hubble denn da? Doch, sie werden überflüssig, da die Funktionen quasi in einem Stream über ein flächendeckendes Netz LTE beispielsweise aus dem Internet zur Verfügung stehen. Das haben wir heute schon. Früher, vor 50 Jahren, habe ich die Musiktruhe noch gesehen für Schellackplatten. Dann kamen irgendwann die Vinylplatten. Anschließend kamen die ersten Walkmans auf. Dann gab es den iPod, auch der ist verschwunden. Heute gibt es die Musik sozusagen live aus dem Internet, das heißt dematerialisiert, nichts mehr vorhanden. So ähnlich wird es auch mit den Dingen sein, die ich gerade Ihnen nannte. Für uns interessant in den Kommunen ist die intermodulare Routenführung. Was heißt das nun? Das Fahrzeug nimmt Kontakt mit dem öffentlichen Nahverkehr auf und prüft ständig die optimale Mobilität, wie ich mein Ziel schneller erreiche. Ist es dann der ÖPNV, kann das Bahnticket aus dem Auto online gebucht werden und wird via Internet in das Auto auf dem Mikrochip im Schlüssel gespeichert. Den Rest können Sie sich denken, indem dann der Autoschlüssel beim Kontrollterminal der S-Bahn ausgelesen wird. Weitere Dienste wie die Buchung und Zahlung von Parkplätzen, Hotelzimmer sind denkbar. Das ist keine Vision, sondern BMW arbeitet ganz konkret an diesen Dienstleistungen und an diesen Produkten. Meine Damen und Herren, Smart City ist eine Stadt, die sorgfältig erwähnte schon mit Ressourcen umgeht,
die Kreislaufsysteme nicht nur beim Abfall, sondern auch bei der Energiewirtschaft schafft, Stichwort Kraft-Wärme-Kopplung. In Kopenhagen wurde gerade eine Müllverbrennungsanlage gebaut, mitten in der Stadt. 1 Kilometer vom Königshaus entfernt in Kopenhagen. Was hat man gemacht? Man hat die so konstruiert, dass man oben drauf Ski laufen kann. Eine Abfahrt, Sie kennen solche Anlagen, hier in der Nähe gibt es sie, glaube ich, auch, mitten in der Stadt, wo also ein Sportzentrum aufgebaut ist. Darunter verbirgt sich die Müllverbrennungsanlage. Das Gebäude ist völlig umkonstruiert, architektonisch, und oben kann man Ski laufen. Es schneit offenbar in Kopenhagen häufiger, es ist kälter. Eine Attraktion jetzt, wo auch solche Gebäudestrukturen die Stadt im Einzelnen verändern. Meine Damen und Herren, ich will zum Schluss kommen. Bürger werden zu Co-Produzenten von Verwaltung. Das ist für mich ganz wichtig. Sie warten nicht auf die Verwaltung, sondern sie wollen machen statt mitwirken. Auch ein neuer Trend über die Bürgerbeteiligung hinaus, indem sie auf Plattformen Projekte vorstellen und sagen, hey du, willst du nicht mitarbeiten? Hast du Geld, um das Projekt zu unterstützen? Wir organisieren den Bau einer Fußgängerbrücke als Bürger, wie in Rotterdam geschehen. Natürlich mit Genehmigung der jeweiligen Behörden, aber das ganze Projekt wurde von Architekten, von Finanziers aus der Bevölkerung über solche Plattformen im Einzelnen aufgebaut und entwickelt. Die Frage ist, wie können wir auch sowas in unsere Stadtpolitik mit einbringen, gerade das Bürgerengagement der Zivilgesellschaft auch mit in unsere Aufgaben hineinbringen. Meine Damen und Herren, die Smart City versteht es eben, solche Plattformen zu bespielen und die Bereitschaft der Akteure zu ergebnisorientierter Zusammenarbeit für die Stadt und das Wohl aller nutzbar zu machen. Smart City ist eine Stadt, die eine Standortpolitik betreibt, die gerade junge Menschen als Entrepreneurs Möglichkeiten zur Gründung von Unternehmen ermöglicht. Eine ganz entscheidende Voraussetzung für die Überlebensfähigkeit einer Stadt, auch dafür zu sorgen, dass junge Menschen hier bleiben, dass sie hier ihre Jobs aufbauen können. Smart City ist eine Stadt, die Breitband auf Glasfaserbasis als Lebensader des 21. Jahrhunderts bis in jeden Haushalt und jeden Betrieb bringt. Smart City ist eine transparente Stadt. Alles das, was Sie an Informationen haben, rausgeben, auch an Datenmaterial, das ist für die örtliche Wirtschaft hochinteressant. Letzter Punkt, kann Karst eine Smart City werden? Ich glaube ja, die Voraussetzungen hier sind hervorragend, aber das geht nicht durch Ratsbeschluss. Das geht nur, indem Sie sozusagen gemeinsam mit der Wirtschaft, mit den Bürgern Ihre Situation analysieren, ein Leitbild entwickeln, wenn nicht schon vorhanden, dieses Leitbild aktualisieren, um auch Ziele zu formulieren, wo wollen wir in den nächsten Jahren sein. Die Frage lautet, welche Attraktoren haben oder müssen wir schaffen, dass Karst eine Bildungsstadt wird, dass Karst eine energieautarke Stadt wird, dass Karst eine transparente Stadt wird und dass Karst eben eine Stadt wird, wo auch gerade für junge Leute es sich lohnt, unternehmerisch tätig zu werden. Allerletzter Punkt, was mir am Herzen liegt, ich glaube, wir müssen auch über eine Änderung der Lebensstile nachdenken. Wir müssen uns für einen sinnvollen Wohlstand stark machen, der weniger Ressourcen verschlingt und die Menschen dafür reicher an Zeit und sozialen Kontakten macht. Dazu zählt das Motto, teilen statt besitzen. Warum muss ich beispielsweise eine Bohrmaschine kaufen, wenn nach einer Statistik jeder Mensch nur 19 Minuten in seinem Leben diese Bohrmaschine braucht? Bei mir noch weniger, weil bei mir zu Hause meine Frau die Löcher bohrt in die Wand. Also kann man diese Dinge auch über Plattformen sich organisieren und leihen. Diese Form wird in den nächsten Jahren zunehmen, auch durch Technologie getrieben. Sie sehen, es gibt viele Möglichkeiten. Ich wollte die ein oder andere einfach nur kurz anreißen. Und ich bin sicher, dass der Erfolgsstandort Karst auch hier eine Chance hat, zu einer Smart City zu werden. Etwa 10-12 Städte in Deutschland sind auf diesem Wege. Und es wird nachher ein Wettbewerbsdifferenzierungskriterium sein, wer sich gerade gemeinsam mit den Bürgern und der Wirtschaft auf den Weg macht. Herzlichen Dank dafür, dass Sie mir so geduldig zugehört haben.